Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal eGaming. Wer mein letztes Video noch nicht gesehen hat, da habe ich Fortnite mal wieder gespielt. Ich hatte mal wieder Lust. Da wurde ich dritter Platz, wurde dann eklig geholt. Und okay, große Fans, das Spiel kenne ich noch nicht. Und hatte 11 Kills und das packe ich euch mal in die Beschreibung. Und ja, ich dachte mal wieder, ich spiele mal wieder Fall Guys. Und ich habe ja eigentlich schon alle Maps auch von der neuen Season gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch nochmal neu ist. Aber große Fans, diese Map hier, die kenne ich noch nicht. Und wer es noch nicht getan hat, kann natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Und ein Like da lassen, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Wie ich mich kenne, wenn ich jetzt springe, dann fahre ich runter. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne die Glocke aktivieren. Okay, noch kurz warten. Ja, er wollte mich so runtergriefen. Okay. Also es sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. So, also hier an der Seite ist eigentlich am besten lang zu laufen, glaube ich. Perfekt. Wenn man vom Teufel spricht. Ich glaube, ich mache einfach so. So, hier rauf. Oh Gott, jetzt kommen hier auch noch so eine Dinger. Ach, ich bin noch einfach zu lost für dieses Game. Ich kann es einfach nicht spielen. Es sollte mir verboten werden, das zu spielen. So, und jetzt ganz langsam hier rüber. Jetzt da drauf. Und da drauf. Springen. Und dahin. Okay, wenn ich jetzt durchwasche, dann sollte ich es eigentlich schaffen. Wie kann man denn so lost sein? Okay. Ja, endlich. Danke, Spiel. Danke, danke, danke. Okay, wir haben uns als 17. qualifiziert. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Map. Bis gleich. So, jetzt sind ein paar rausgeflogen. Es sind noch 39. Da sehe ich auch schon den Ninja-Skin. Wie gesagt, im letzten Video habe ich ja auch gesagt, wer es nicht gesehen hat, das packe ich auch mal in die Beschreibung, dass der wahrscheinlich, ich habe es ja nicht so aktiv gespielt, das Spiel, dass der wahrscheinlich im Shop war oder so, oder im Battle Pass, wo ich nicht gespielt habe. Am Anfang habe ich vorgestern ein bisschen reingesuchtet und dann nur mal so ab und zu. Jetzt habe ich mal wieder so eine kleine Grind-Phase, wo ich es mal immer wieder mal gerne spiele. Okay, das ist eigentlich so eines meiner Lieblingsspiele. Skyflug. Keine Ahnung, das gefällt mir irgendwie. Also ich bin da, glaube ich, noch nie rausgeflogen, auch wenn ich immer in diese Bronze-Dinger reinfalle. Aber sonst bin ich echt noch nie rausgeflogen. So, Nummer 1. Perfekt. So, hier durch. Dann haben wir zwei Stück. Ja, okay. Kann man hier auch einfach weiter? Ja, perfekt. Also, ich bin doch so lost. Also wer mein Rocket League noch nicht gesehen hat, mein Rocket League Video, da war ich ja mal übel lost, aber hier bin ich ja noch mal anders loster. Ich kenne keinen, der so lost ist. Ich glaube, es gibt auch einfach keinen, der so lost ist. Wahrscheinlich qualifiziere ich mich nicht mal. Ja, oder? Perfekt. Okay, jetzt in dem One müsste ich es eigentlich schaffen. Komme ich da noch durch? Perfekt, noch durchs Goldene durchgekommen. Runde beendet.
Er ist dann noch so in der Luft. Was ist das denn für ein Skin da rechts neben mir? Der sieht eigentlich auch ganz lustig aus. 23 sind es nur noch, okay, nach der zweiten Runde. Was kommt als nächstes? Das ist die große Frage. Und es ist Wandsturm. Ja, okay, das ist eigentlich auch ganz nice. Außer wenn die immer diese ganzen Kästchen verschieben. Okay, ich bin auch in der vorderen Reihe. Wenn ich jetzt so durchwasche, ist eigentlich gut, dann können sie ja eigentlich gar nicht die Kästchen verschieben, weil ich ja vor denen bin. So, wir nehmen direkt hier, hier und hier direkt rüber. So, dann müssen wir das hier, würde ich sagen, da ranschieben, damit wir uns da festhalten können. Und dann können wir easy hier rüber. Kann man von hier sich da oben festhalten? Nee, ne? Ja, dann würde ich sagen, einfach wieder. Na, geh doch. Wenn hier so viele sind, dann kann man sich ja da gar nicht festhalten. Was macht ihr denn alle hier? Dieses Gedrängel, das regt mich ja so auf. Man kann sich ja nicht mal festhalten. Was macht ihr denn? Bei solchen Mitspielern kann man ja gar nicht Erster werden. Geh doch da rauf, ne? Kann man sich hier ranhängen? Nein. Junge, warum griefen die mich denn alle runter? Gehe ich mal lieber hier hin. Los, häng dich ran. Okay, ja. Perfekt. Nice Runde auf jeden Fall, Kappa. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. So, da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Türenlauf. Das ist ja so mit. Ich glaube, das war sogar mein erstes Spiel, wo ich das erste Mal Fall Guys gespielt habe. Also, ist eigentlich kein schwieriges Spiel, einfach denen hinterherlaufen, die da freiwillig gegen rennen. Was ich eigentlich völligen Schwachsinn finde, die Leute, die dagegen rennen. Also, ich verstehe die nicht. Ich mach's selber. Perfekt. Ich reg mich über die auf und mach's selber. Bitte links, bitte links. Komm schon, bitte. Ach komm. Alle. Hier auf der linken Seite, alle vier waren falsch. Was hat er, eine Tomate? Ja, okay, hier kann ja nur einer richtig sein. Dieses Gedrängel. Aber wenn man so nach vorne hechtet bei dem Gedrängel, dann ist das eigentlich ganz nice, weil dann können die halt eigentlich gar nichts machen. Also sie können schon was machen, aber dann ist man halt weiter vorne. Okay, 44 noch. Der eine hat einen Sternskin oder was? Und eine Hexe. Also es gibt echt lustige Skins in Fall Guys. Hexenwerk, okay, da, ich weiß nicht, ob es eine gute Taktik ist, aber ich lasse mich immer von dem gegnerischen Team infizieren und versuche dann halt das gegnerische Team alle auszulöschen. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Taktik ist oder nicht, oder ob man lieber wegrennen sollte vor den ganzen. Aber ich mache es einfach so. Los, fass mich doch an. Ja.
Okay, ich glaube, es ist doch nicht so eine gute Taktik. Oder ich bin einfach zu schlecht. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Und achso, er ist schon. Ah, diese Sweater, die so ausweichen. Nummer 3. Nummer 4. Vielleicht ist es doch eine gute Taktik, man weiß es ja nicht. Okay, er ist schon. Ja, okay, es war doch nicht so eine gute Tipp, oder? Komm her. Komm, nur noch er. Wir zu viert laufen ihm hinterher. Und wir kriegen ihn einfach nicht. Ja, okay. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung da lassen. Die Glocke aktivieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, und gerne natürlich ein Abo da lassen. Würde mich alles natürlich freuen. Aber es wisst ihr ja alles schon. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.